So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skyrim-Part. Wir befinden uns immer noch in Ragenwald. In den Krypten stehen hier nun vom zweiten... Das ist... Totenkopfschlüssel. Das ist... Nein, es ist überwältigend, Farkas. Ach, Quatsch. Hast du ja noch nie gesagt. Wie kommt das nur? Hier schon mal... Vergoldete Elfen... Oh, hä? So, Anni, ich habe ja schon eine Glasrüstung, ne? Ja, ich habe schon eine Glasrüstung, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Na, wo bist du? Vulkanglas. Ja gut, hier ist sie. Vergoldet. Ist sie denn was wert? 550. Oh, nö. Muss nicht sein. Los werden wir das Geld sowieso nie. Nehme ich hier nur lieber ein paar Taler aus der Begräbnisurne mit. Und, bevor das jetzt nochmal kommt... gebe ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen Rüstung und jetzt nehme ich mir einfach diesen Rotz. Und hopp. 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 Die Ölter! Könnt ihr nicht gewinnen. So, er soll mal hier möglichst schnell gucken, nicht, dass sie gleich noch irgendwas beschwört oder so. Muss ja nicht sein. Jetzt bringen wir es zu Ende. So, komm her. Einmal will ich dich noch durchsuchen. Ach so, du legst noch. Alles, was ihr könnt. Auch gut. Hier. Er dürfte auch nichts Großes mehr bei sich tragen. Nein, tut er auch nicht. So, du bist nur ein Ruheloser. Ist auch in Ordnung so. Kannst auch gerne weiter ruhen. Und da hinten bist du nochmal. Komm her. So, damit weiter. Bist du auch beseitigt. So, das lief doch schon mal wieder richtig gut. Heilen können wir uns gleich auch nochmal. Gucken, ob wir hier oben noch irgendetwas finden. Ich rutsch ab. Gold. Immer Gold nehmen. Komm, zack. Hier ist bestimmt auch noch was drin. Zack. Sammelt sich halt, ne? So, da waren wir jetzt hier nochmal rauf gehüpft. Und nun gleich müsste sich der Sarkophag rein theoretisch öffnen. Oh, Begräbnisurne. Ach, Quatsch. Mal kein Elfgold drin und ein Rubin. Ach, ist das alles schön. Gut, speichere ich jetzt nochmal. Gehen wir jetzt mal hier den Weg zurück. Hier unten war, glaube ich, nichts mehr, oder? Ach doch, Truhe. Ach gut, ja, wollte hier nichts von haben. Prinzessin, ja gut, das kennen wir jetzt schon alles. Aber es ist ein bisschen blöd, dass ich runtergehüpft bin. Ob ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück, aber egal, was soll's. Daran soll's jetzt letztendlich nicht scheitern. Obwohl, nein. Ich will das jetzt richtig lösen. Komm, Farkas. Und jammer nicht wieder rum. So. Jetzt müssen wir doch schon wieder da sein. Aber er atmet auch immer so. So komplett. Ja, ne? Er ist halt kaputt. Oh Mann. Na egal. So. Oh, wir sind gleich auch schon hier wieder Level up. Fehlt nicht mehr viel. Vielleicht nur noch ein Monster. Vielleicht auch einfach nur irgendetwas anderes. Lad. Hier befindet sich nochmal eine Urne. Hier auch. Starke Heilung auch sofort mitnehmen. Tür geh auf. Perfekt. Nun geht es hier vorne zum Sarkophag. So setzen wir jetzt hier nun mal die erste Halterung und nun die zweite Halterung. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich denke einfach mal, dass jetzt wieder irgendetwas hinauskommt. Ja, sehr gut, damit habe ich doch ansatzweise gerechnet. Nehme ich doch lieber Blitz. Verdammt. Und einmal nochmal so auf ihn zielen und jetzt einfach nur raufschlagen. Oh Gott, ja gut. Schlecht ist er jetzt nicht. Tränke... kräftige Heilung, normale Heilung.
Und dann noch eine kleine Heilung. Ach, das war die kleine Heilung. Ja, gut. Kleine Heilung, komm, brauche ich jetzt mal komplett auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was zieht er mir denn hier alles? Das sind ja Unmengen an Leben etc. Alter Falter, nicht schlecht. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal Magicka benutzen. Jetzt muss ich kräftiges Magicka. So. Werde euch in Stücke reißen. Und hopp. Neue Stufe. Du Mistkerl, komm her. Oh Gott, das ist ja schon... Ich habe einen anderen Plan. Neue Stufe. Magicka. Komm her. Und jetzt aber. Nehme ich dich komplett auseinander. Und los, komm. Stirb doch bitte einfach. Otters der Wahnsinnige. Also wenn der Typ nicht wahnsinnig ist, dann weiß ich auch nicht. Otter. Widerstand gegen Feuer, Frost und Blitz wird verbessert. Schwere Rüstung. Ah, das Ding hat schon was, muss ich sagen. Stab. Okay, das kennt man ja schon, aber da ist ordentlich was wert. Deswegen nehme ich den einfach mal mit. Ja, den... Otter. Ja, komm, nehmen wir ihn mal mit. Schmeiße ich hier so mal ein bisschen was raus, weil das Ding einfach echt viel wert ist und vielleicht kann man es ja auch irgendwann nochmal gebrauchen. Karotten, nein, die Dinger wiegen eigentlich selten etwas. Da sieht es wieder bei Zaubertränken schon wieder anders aus. Das ist nichts wert. Ablegen. Dann auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Und Gesundheit wiederherstellen. Ja, komm. Ich geh auch weg. Und jetzt hier nochmal irgendetwas von Sonstige oder so. Habe ich hier nicht irgendwas, was irgendwie viel wiegt oder sowas? Auch nicht. Schlüsselbücher, Zutaten, Essen. Nein. Ach, komm schon. Muss es doch irgendetwas geben. Ich will jetzt auch mich erstmal heilen. Neuen Heilungszauber muss ich mir auch demnächst unbedingt mal anlegen. Und ich muss immer noch irgendetwas wegschmeißen. Was kann ich mir nicht alles anzeigen lassen? Nach Gewicht. Ja, Laute, das aber, ja, find's laut, das ist tausendprozentig. Leinentuch weg. Alle, die Scheiße brauche ich nicht. Find's laut ist definitiv eine Quest, weil warum sollte sonst Find's lauter heißen? Orkische Stiefel brauche ich auch nicht. Ja, sehr schön. Nein. Na komm, ist 500 wert, nehmen wir mit. Und wir lernen ein neues Wort. Hoffentlich ist das jetzt mal unsere Vollendung eines Satzes. Das wäre so geil. Frieden, Kines Frieden. Gut, was machst du jetzt? Gleich nachgucken. Kines Frieden. Ja gut, da sind wir jetzt mittlerweile beim zweiten Wort. Oder von dir fliehen. Also Tiere in der Nähe werden dich weder angreifen, noch vor dir fliehen. Ja gut, brauche ich nicht. Ja, das ist jetzt genau das Gegenteil. Unbehagen. Naja gut. War doch mal eine sehr, sehr nette Höhle. Du Mistkerl liegst hier immer noch. Und irgendwas atmet hier. Oder höre ich das falsch? Okay.
Ich speichere einfach mal, nicht, dass mich hier gleich nochmal irgendwas überrascht oder so. Und dann sollten wir jetzt eigentlich rein theoretisch wieder rausgehen können, oder? Wo sind wir denn? Hm. Gut. Folge ich hier jetzt einfach mal wieder dem Gang. Und hoffe, dass ich hier auch rauskomme. War doch auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ja. Truhe. Ja, komm, nehme ich dich auch nochmal mit. Ah, wie bin ich hier nochmal raus? Ah, hier. Oh Gott, schon wieder direkt dran vorbeigegangen. Gelatscht. Lass ich es jetzt mal. Und hopp, gehen wir einfach mal raus. So befinden wir uns mal wieder in Raven und folgen jetzt einfach mal wieder unserem Weg Richtung Markart. Und hier sieht man nochmal wunderschön, was die Mod Lush Grass bewirkt, wie dicht das Gras ist, dass das hier nicht nur einzelne Friemelchen sind, die hier rumstehen, sondern wirklich schön dicht, was auch wieder mal zur Atmosphäre beiträgt. Und werde ich jetzt nochmal kurz die Pflanzen einsammeln. Und gleich hier hinaufgehen. Mal gucken, wo uns das schon wieder hintreibt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Höhle. Bisschen Zeit haben wir noch. Muss ich aber sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen. Der Gegner war schön fordernd. War mal wieder etwas Neues. Also alles in allem eine sehr, sehr nette Höhle. Und kann ich euch nur empfehlen. Gucken, was uns hier oben erwartet. Vielleicht ist es der Weg einfach nur. Oder hier ist wieder... Oh. Ist hier wieder irgendeine Art... Irgendjemand atmet schon wieder. Und was ist hier? Eine Ziege. Eine Hand. Okay, hier ist eine Truhe. So, mal öffnen. 98 Gold. Oh, da kommt ein Hexenrabe, oder was ist das? Scheiß wie. Und zack. Und sehr schön. Einmal auseinandergenommen. Dinger sind aber auch irgendwie ein bisschen nicht so toll. Aber ich höre ihr doch irgendetwas atmen. Komisch, hört ihr das auch? Ja gut, es kann mir jetzt ja eh keiner von euch antworten. Aber kann doch sein, dass ich es mir einbilde oder es wirklich einer von euch hört. Ich weiß es natürlich nicht. Gut, weiter nach oben scheint es hier nicht zu gehen, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, hier ist es vorbei, dann gehen wir mal wieder runter. Aber immerhin haben wir hier jetzt so ein kleines Hexenrahmennestchen gefunden. Schadet mit Sicherheit auch nicht. Da die Biester ja nun wirklich auch alles andere als nett sind. Und hier mit dieser Aussicht werde ich den Part jetzt einfach mal beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal weiter Richtung Markart.